Willkommen zurück zu Last of Us 2. Wir sind hier mit der Abby unterwegs und haben hier auf dem Schiff gerade so ein bisschen gemetzelt. Jetzt müssen wir hier rein. Und noch mehr metzeln, wahrscheinlich. Okay. Was haben wir hier? Ah, ein Pfeil, ein Medikit. Ein bisschen Flüssigkeiten und ein Zettel. Aus San Diego ausgelaufen, Kurs auf Vancouver gesetzt. Mehrere Gruppen, die während des Beladens an Bord waren, wurden gewalttätig, aber die Evakuierung war erfolgreich. 35 Seelen an Bord. Captain A.J. Malidor hat das Kommando. Zwei Passagiere klagen über Seekrankheit. Wir haben eine improvisierte Krankenstation auf dem untersten Deck für sie eingerichtet. Es war am 2., 4., 3., 4., 10. Funkkontakt zum Hafen Vancouver. Gute Neuigkeiten. Bisher keine Infektionsanzeichen bei den dortigen Einwohnern. 5.10. 7.30 Uhr. Passagier Barnes ist aus der Krankenstation verschwunden. Die Mannschaft ist ausgeschwärmt, um ihn zu suchen. 5.10. 10.13 Uhr. 14.50 Uhr. Passagier Barnes wurde gefunden. Er ist nicht seekrank, sondern infiziert. Passagierin Josephine Roberts griff ein und drängte ihn es über Bord. 5.10. 1905 habe Mrs. Roberts Forderung, alle Anwesenden nochmals vom Schifffahrts untersuchen zu lassen, abgelehnt. Wir haben ohnehin nicht die passenden Scanner. Ihre nachfolgende Forderung, die Waffen auszuhändigen, habe ich ebenfalls abgelehnt. Ich werde nicht zulassen, dass uns Paranoia in eine Katastrophe führt. Trotz ihrer Proteste wurden weitere Passagiere, die über verschiedene Beschwerden klagten, vorübergehend in der Krankenstation unter Deck unter Quarantäne gestellt. 6.10. 20.17 Uhr, Seattle in Sicht, verschiedene Funkkanäle wegen Tankstopp ausprobiert. Keine Antwort, wir fahren weiter. 21 Uhr, alle Personen auf der Krankenstation wurden umgebracht. Diese Leute waren nicht infiziert, das war kaltblütiger Mord. Niemand wird von Bord gehen, bis der Schuldige gefunden ist. 6.10. Es war Roberts, wie ich vermutet habe. Wir haben aufeinander geschossen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie überlebt. Wenn ich dieses Ding rausziehe, verblute ich wahrscheinlich in wenigen Minuten. Ich werde auf die Küste zusteuern, damit alle an Bord an Land gehen können. Der Hafen ist nah. Ich muss durchhalten. Ich kann Infizierte vor meiner Tür hören. Hatte sie recht? Verdammt. Oh Mann. Leute. Was ein Chaos, ja, allerdings. Gehen wir mal hier hoch. Oh Mann, ey. Ey! Sag mal, eigentlich müsste ich hier nochmal zurück. Wir haben doch diesen Code bekommen. Verdammt. Kommen wir nicht mehr zurück. Also weiter. Wir sind vom Schiff runter, Freunde. Wir sind an Land. Da hinten. Oh Mann. Nicht hier irgendwo was? Nein. Ja, leider. Geh mal hier hoch. Nicht hier irgendwo was zwischen? Nix. Doch. Ah.
suchen alles ab, Freunde. So, da zum Riesenrad, da müssen wir hin. Darüber. Was kommt jetzt auf uns zu, ey? Freunde. Oh. Braucht die Hilfe? Ich glaube nicht mehr. Eieieiei, gut, er wackelt. Oh Gott. Hier haben wir wieder Zeugs. Ein Bus. Endstation. Oh Gott, nein. Okay. Oh Mann, ey. Oh Mann, Leute, wo sind wir hier? Oh, würdet ihr lang krabbeln unter so einer Betondecke? Ich weiß nicht. Ja. Wo sind wir hier? Aua. Haben wir hier oben noch was? Platzgerücktes Auto. Seht ihr, das passiert bei einer Betondecke, wenn sie runterkommt. Oh, und ich gehe trotzdem hier lang. Also so ein Brocken und ich bin platt. Okay, ist alles gut gegangen. Gehen mal hier rum. Da ist es. Das Aquarium. Owen. Wo ist er? Ich weiß, dass du da bist, Owen. Oh. Oh, schön. Gucken wir uns erstmal um. Ich denke mal, hier ist der Eingang, oder? Einmal schauen. Nuck schauen. Okay. Dann gucken wir uns mal um. Wem gehört dieser Wagen? Die Parkuhr ist abgelaufen. Hm, nicht gut, ne? Oh, hier ist eine Tür. Okay. Die ist zu und verwaist. Oh. 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 Das ist Arthur die Seerobbe. Hallo Arthur. Oder welchen Namen würdet ihr der Seerobbe geben? Arthur. Bei mir heißt es einfach Arthur. So, da war nix. Hier noch irgendwo was in der Ecke. So. Ne, Reifen. Okay. So das Fenster. Ein Ziegelstein. Eine Tür, ein Fenster. Wir gehen erstmal durchs Fenster. Hallo? Leise. Na gut, wir wissen ja, dass der Owen noch lebt. Da können wir ein Seil nehmen. Okay. Gehen wir wieder rein. Dann gehen wir durch die Tür. Die ist zu. Natürlich, die ist auch zu. Aber da oben ist ein Loch. Okay. Das heißt, ich muss da irgendwie hoch. Hier haben wir ein Seil. Aha. Wir haben noch einen Ziegelstein. Jetzt nicht mehr. Jetzt können wir das Seil hier nehmen. Hallo? Da. Leicht. Aber wie? Das hat ja irgendwie machen, dass wir hochklettern können. Was ist denn, wenn wir... Geht das? Oder zuwerfen?
Der hat ja einen Gegendruck. Müsste ja eigentlich gehen. Gucken wir mal. Das tut man nicht alles. Jawohl, geht. Aber eigentlich wollte ich noch gar nicht hier hoch. Verdammt, ich wollte durch die Tür rein. Wohl, wenn wir jetzt hier raufklettern können, dann können wir bestimmt nicht durch die Tür rein, oder? Gucken wir mal. Arthur, sei lieb. Meine Güte, was ein Spiel, Freunde. Wie lange geht das noch? Ich habe gedacht, das ist schon längst vorbei. Wir haben schon so viel hinter uns gebracht. Owen? Aha. Owen! Natürlich. Owen, komm schon! Muss irgendwo weiter hinten sein. Okay, dann ist das der Eingang. Arthur? Grüß dich. Die Robbe heißt Arthur. Arthur Walrossbart. So. Steht da? Ach halt, da wollte ich doch gar nicht. Ah, verdammt. So, hier muss ich doch. Okay. Hier ist das Fenster, wo wir reingekommen sind. Hier ist eine Tür. Und hier ist das Fenster, wo wir rausgekommen sind. Und runter. Da wir ja wissen, dass der Owen da alleine ist. Aha, hier ist ein Rucksack. Okay. Okay, ein Rucksack. Ist das Blut? Das heißt, er muss da sein. Nur wo? Boah, wie das hier aussieht, Freunde. Hier ist auch noch eine Tür. Hey, Owen? Was war mit der anderen Tür? Verschlossen natürlich. Ich habe Musik. Mal die Musik aus, dann hört er uns vielleicht besser. Aber wo ist er? Ist er hier? Bei Max Place? Nein. Ist er hier? Irgendwo? Hallo? Oh, hast du dich hier versteckt oder so? Nee, ist er auch nicht, hat er gesagt. Owen? Fisch? Toll, hier ist er, Jungs. Das sieht irgendwie geil aus, aber er hat das doch hier so ordentlich gemacht. Hier war der Giftshop. Kommen wir aber auch nicht rein. Warte mal. Hier noch irgendwas. Okay, dann gehen wir mal nach oben, bevor wir da hinten durchgehen. Wir gucken uns alles an. Hey, bist du da drin? Auch so, na toll. Hier ein Generator. Da muss er ja hier sein, ne? Ach du Scheiße. Ach, da unten. In dem leuchtenden Boot. Da sitzt da drin, oder was? Wir gucken uns mal um. Bevor wir da reingehen.
Vielleicht finden wir ja was. Vielleicht hier was Leckeres. Nein. Schon geil, oder? Weil hier das Riesenrad. Sieht schon richtig megamäßig aus, finde ich. Ja gut, dann gehen wir mal zu Owen, wenn er da drin sein sollte. Aber ich glaube eher nicht. So einfach kann es doch gar nicht sein, Freunde. Soll ich die Schaufel mitnehmen, falls da ein Monster drin ist? Owen? Das ist echt grausam. Isaac hat dich geschickt. Hat er nicht. Was soll das werden? Es braucht etwas Arbeit, um den Schuss zu bringen. Verstehe. Willst du? Passe. Wie du willst. Danny ist tot. Ja. Willst du mir sagen, was passiert ist? Wir haben ein kleines Lager geräumt. Nur ein paar Scars und ich schlage einem auf den Kopf. Fest. Und er geht zu Boden und seine Waffe liegt da. Und er greift nicht danach. Stattdessen sieht er zu mir. Und er ist alt und erschöpft. Er war bereit. Hab eine Menge Scars getötet. Und dieser Mistkerl. Ich konnte es nicht. Natürlich macht mich Danny deswegen dumm an. Ich bin durch, sag ich. Er kann es ja selber machen. Und er richtet die Knarre auf mich. So greife ich sie und erst wusste ich nicht, wer die Kugel abbekommen hat. Dich verteidigt. Hör auf. Ich bring das in Ordnung. Ich rede mit Isaac. Ich kann nicht mehr, Abby. Ich will nicht um Land kämpfen, das mir absolut nichts mehr bedeutet. Ich gehe nach Santa Barbara. Und jagst Gerüchten nach? Ich höre oft davon. Die Fireflies formieren sich nicht neu. Sie sind weg. Es ist eine Spur. Ich muss dem nachgehen. Was ist mit Mel? Sie ist hier sicher.
Okay. Wir reden morgen, wenn du nüchtern bist. Mach das nicht. Was denn? Mich wie einen Verrückten behandeln. Dir geht es genauso. Wenn die Fireflies wirklich in Santa Barbara sind, würde ich einen großen Bogen um sie machen. Was? Nichts. Ich bin kein Kind mehr. Sei vernünftig. Ja, und was bedeutet das, Abby? Soll ich die finden, die meine Familie umgebracht haben? Ihnen wehtun? Sie foltern, bis sie in ihrer eigenen Scheiß... Ja, sie hat Owen gefunden. Was ist jetzt los? Wo sind wir jetzt? Ach du Schande. Was? Krankenhaus? Fireflies. Ist doch nix. Oh Mann, ey. Das ist doch die OP mit ihrem Vater, oder? Oh Mann. Ja, die Toten verfolgen sie. Seattle, Tag 2. Tag 2. Moment. Wo sind wir denn jetzt? Das ist jetzt... Scheiße. Oh nein. Ich muss sie da weglocken, bevor es zu spät ist. Moment. Wen willst du da weglocken? Verdammt, was mache ich hier? Dreckiges Gas. Genau. Ja, Freunde. Sie hat also Owen gefunden, beziehungsweise bei Tag 2, ist das jetzt am Rückblick? Andersrum? Okay, wir sehen uns im nächsten Teil wieder. Bleibt dran. Bis dahin. Ciao.